Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und einer Diskussion für euch. Und zwar einer Diskussion über so ein Thema, was auch länger in meinem Kopf rumschwirrt schon. Und zwar, kennt ihr so ein bisschen im Hardrock, vor allem im 70er-Jahre-Hardrock-Bereich, gab es so ein bisschen die Theorie vom dritten Album. Also wenn man Erfolg haben will, muss das dritte Album, das muss sitzen. Das ist mal ein Phänomen, was ich zumindest gelesen habe, schon viele, viele Jahre her. Und das dritte Album muss sitzen, wenn man großen Erfolg hat. Eher im Hardrocking-Bereich unterwegs. Und ich habe dann lange darüber nachgedacht und gedacht, okay, findest du erstmal Beispiele dafür, dass das dritte Album sitzen muss, Bands, die Erfolg haben, wo das dritte Album genau gesessen hat? Und wie sieht das von der Struktur dieser Alben aus? Und fangen wir mit der Struktur tatsächlich an. Es ist ja doch häufig, auch es ist ja heute anders als damals, aber es ist doch das erste Album, das ist das Neugierde-Album. Es ist der innovative Sound, die innovativen, ja, die Innovation wild, aber unbestimmt häufig noch der Sound. Dafür aber auch unverfälscht, dass so ein Album halt, einmalig aufmerksam auf so eine Band macht. Also da kommt was, was Neues, was frisch ist, was wild, was noch irgendwie auch unkommerziell ist. Und das Album ist halt der Initial für eine Band und dann hast du halt tatsächlich, die große Aufmerksamkeit. So, die Aufmerksamkeit ist da, dann kommt das zweite Album. Das zweite Album ist häufig schwächer als das erste und tatsächlich, sieht es dann so aus, dass das immer ein bisschen experimenteller ist. Häufig auch so ein bisschen Resteverwertung von Sachen des ersten ist, kommt dann auch deutlich zu schnell raus. Das zweite Album wirkt ein bisschen wie Ausschuss. Der Sound der Band ist immer noch klar, es wurde vielleicht ein bisschen experimentiert. Wie gesagt, ein paar Ausschuss-Songs, die vielleicht nicht aufs erste Album gekommen sind. Es ist nicht scheiße, aber es ist meistens ein bisschen schlechter. Und das dritte Album, das muss dann sitzen. Deswegen sitzen wir hier. Und das ist dann auf den Punkt. Der Sound wurde gefestigt, Hits sind drauf. Es ist bestimmter, es haut einen voll aus den Socken. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, was dahinter steckte. Und ich habe überlegt, gut, gibt es Bands, ist das Quatsch? Gibt es Bands, wo das so ist? Ist mir sofort was eingefallen. Und da befinden wir uns dann wirklich auch klassisch im Hardrock, im 70er-Jahre-Hardrock. Und zwar mit den guten alten Kiss. Bei Kiss ist es archetypisch so gelaufen, muss man einfach mal sagen. Erstes Album, wild, jung, frisch, Bemalung, bam, Hits drauf, Strutter, Firehouse, Cold Gin, Deuce natürlich, Black Diamond, mein persönlicher Lieblingssong von Kiss. So. Die hauen einen raus, die sind innovativ, auch optisch innovativ, weißt du, der Sound ist gut, die sind frisch, die sind jung, die haben Bock. Erstes Album sitzt. Zweites Album, bisschen Ausschuss. Hotter Than Hell, noch im selben Jahr rausgekommen damals, hat nur so ein paar gute Songs, also sowas wie Hotter Than Hell natürlich, wirkt aber ein bisschen wie Ausschuss, es wurde ein bisschen hier und da ausprobiert. Das Album haut nicht ganz so rein, ist kein scheiß Album, aber es haut überhaupt nicht so rein wie das Debüt. So, und dann das dritte Album muss sitzen. Dressed to Kill. Das dritte Album von Kiss. Und da kommen dann wieder Hits ohne Ende. Überhits häufig dann darauf. Rock'n'Roll All Night. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber halt auch Songs wie Ladies in Waiting, Two Timer, Room Service, Come On and Love Me und. Geile Songs. Also bei Kiss finde ich, ist es wirklich archetypisch so, da passt es. Da ist es wirklich so, dass ich sagen würde, da funktioniert es so. Ne? Das ist genauso, wie es gemeint war. Dann habe ich mal weiter links, rechts geguckt und bin dann auf weitere Bands gekommen, wie zum Beispiel Led Zeppelin selbstverständlich. Ende der 60er gegründet. Aber bei Led Zeppelin ist es letztlich dasselbe Phänomen. Also das erste Led Zeppelin-Album ist einfach ein Aufmerksamschrei sozusagen. Also es war da und bam. Ne? Songs wie Dazed and Confused natürlich, Baby I'm Gonna Leave You, auch Communication Breakdown, schon was Härteres drauf, richtig, richtig fette Nummer, noch jung, frisch, unbestimmt, aber auch ein bisschen, dann auf dem zweiten, klar, World of the Love, aber dann mit Lemon Song und Thank You, Sachen, die experimenteller sind, Heartbreaker noch ein guter Song, Live in Love and Mate, Ramble On, gut, aber die experimentieren dabei auch, ne, Moby Dick drauf, braucht man dann gar nicht mal reden, wenn es um Experimente geht, mit dem dicken Drum-Solo, ein bisschen experimentiert. Und dann kommt aber das dritte Album, Immigrant Song, müssen wir noch mehr sagen, Since I've Been Loving You, und. Haut dann am Schluss das dritte Album raus. Ich finde nicht ganz so par excellence, muss man schon sagen, wie bei Kiss, aber dann haben wir zwei Bands, die auch in das zeitliche Spektrum gehen, wo das wirklich, wirklich so passt. Können wir wahrscheinlich auch andere Bands nehmen, sowas wie, ja, die Purple zieht da sicher auch in so eine Richtung und. Und dann habe ich halt meinen Kopf angeschmissen.
Wir sind da eher im rockigen als im metallischen Bereich unterwegs. Aber ist das ein Prinzip, was man zumindest auf dem klassischen Metal, der ja letztlich, da sind die Grenzen fließend zum Hardrock, wo es auch funktioniert? Oder gibt es auch Rock- oder Metal-Bands, wo es heute noch so funktioniert? Ich glaube eher nicht tatsächlich. Denn ich habe mal geguckt, was fällt mir dazu ein? Im rockigen Bereich, 80er Jahre, 90er, haben wir sowas wie Social Distortion. Da passt es tatsächlich noch. Wir haben das erste Album mit Mummy's Little Monster, Wild, Jung, Unbestimmt, Bam, Prison Bound, total experimentell als zweites Album dann. Und auch mit einem anderen Einschlag, Country-mäßiger. Und dann halt als drittes Album das gleichnamige Social Distortion. Und dafür gibt es eigene Touren, da ist Story of My Life drauf, da ist Ball and Chain drauf, müssen wir noch mehr sagen. Eigentlich nicht. Das ist wirklich so. Ich finde alle Alben großartig, aber erstes ist besser als das zweite, das dritte killt es absolut gesehen. Und dann auch noch ein paar Jahre später tatsächlich ein ähnliches Phänomen, aber auch im klassischen, letztlich doch relativ klassischen Rockbereich, Danko Jones. Da ist es tatsächlich, finde ich, auch so mit, mit dem Born a Lion Album, dem ersten, und Lover Call, Play the Blues, ne, da sind gute Sachen bei. Das zweite ist dann weniger hittig, wirkt vielleicht eher ein bisschen nach Ausschuss, aber nein, ist es jetzt natürlich nicht, es ist kein Ausschuss, aber, kam relativ flott danach, du hast Forget My Name drauf, aber sonst eher so ein bisschen, dann halt Sleep is the Enemy, drittes Album, da ist dann First Date drauf Sticky Situation. Da ist dann, ja, der Haken an der Karriere so ein bisschen dran. So, das sind jetzt nur lose Beispiele gewesen. Wenn wir das jetzt auf ein Metal nehmen, dann fällen mir tatsächlich erstmal Iron Maiden ein. Da ist es tatsächlich so. Das erste Iron Maiden-Album ist Wild. Das ist jung, frisch, dynamisch, hat ein riesen Aufsehen erregt. Das zweite Album dann hat auch noch ein paar Hits, aber auch noch mit dem älteren Sänger. Und dann das dritte mit dem neuen Sänger, Bruce Dickinson, ist dann ja Number of the Beast, kommt dann halt mit den Hits, Hits, Hits und dann Weltruhm. So, ne? Das ist das, was mir so spontan einfiel. Wo es definitiv nicht drauf funktioniert, dieses Phänomen des dritten Albums muss sitzen für Erfolg, ist natürlich Black Metal, denn da ist es wirklich, dafür muss nämlich das erste Album muss immer krass und gut und ein aufmerksames Ding sein. Im Black Metal ist ja so häufig so, dass das erste Album noch sehr, sehr unbestimmt ist, häufig sehr schlecht produziert und erst ab dem, es gibt ja genügend Bands, ab dem vierten Album fangen die erst an, ihren Sound wirklich zu finden. Das ist im Black Metal ganz anders, finde ich, oder im Extreme Metal generell. Es ist scheinbar eher ein rockiges Phänomen, dann teilweise natürlich auch aus einer anderen Zeit. Zumal dann heute einfach Musik anders funktioniert mit Spotify, mit dem ganzen Bums drumherum. Früher hat man sich den Arsch abgespielt, das passiert heute nicht mehr. Eine Band, wo mir das aktuell, ich habe halt lange überlegt, gibt es aktuelle Bands? Und mir ist nicht so richtig was eingefallen, am ehesten auch im Metal-Bereich dann so eine Band wie Enforcer. Eine Band wie Enforcer ist dann tatsächlich eher so, erstes Album super frisch, genial, schnell, zweites Album fand ich deutlich schlechter, experimenteller, längere Songs und das dritte hat dann einfach noch so die Knackigkeit gehabt. So, aber das erste bleibt halt bei mir das beste Album, deswegen passt es da nicht ganz. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, gibt es das auch heute noch? So, oder ist es wirklich, ich habe eher den Eindruck, dass es ist, das erste ist so Dingens und das zweite muss schon sitzen. Da gibt es keinen Raum für Fehler. Und das erste darf ruhig ein bisschen frisch, innovativ oder wild oder noch ja demohaft und unbestimmt sein. Und dadurch kombinieren sich eher so ein bisschen die, in meinem Schema, was ich anfangs sagte, das erste Album ist noch roh, unverfälscht, aber ehrlich, unkommerziell, aber halt schon mit Hits, Neugierde weckend. Das zweite Album lässt halt eher Fehler zu, experimentell. Heute auch so ein bisschen Resteverwertung und das dritte Album ist dann auf den Punkt, ne, mit Hits und so weiter. Und der Sound ist dann auch bestimmt. Und dass dieses erste und zweite in meinem Schema heute eher zusammengerafft ist, da werden auch mehr Fehler verziehen. Das junge Frische und das Wilde und das Innovative muss natürlich trotzdem drin sein, aber für ein Filler-Album wie Kiss Hotter Than Hell zum Beispiel, ist dann einfach kein Platz, dafür ist die Welt zu schnelllebig und deswegen muss das zweite Album schon absolut sitzen und da habe ich dann nachgedacht, da gibt es dann halt auch genügend Beispiele, wie eine Band wie Graveyard zum Beispiel, die ja einfach auch cool sind, die gut funktionieren und die auch inzwischen echt da oben sind, da ist es halt tatsächlich so und ich glaube, wenn man das dann weitergeht, auch so eine Band wie Ghost zum Beispiel, mit ihrem ersten Album, das ja noch irgendwie
progressiv war, aber mit der Verkleidung und alles schon Dingens. Und ab zweiten haben sie dann halt ja Dark Romantic aber angefangen zu machen und da war halt Weltruhm, ne? Also mit dem zweiten Album und den Hits und dann brauchen wir nach nicht weiter reden, ne? Und dann verschiebt sich das halt auf ein zweites Album. Aber das ist nur meine Theorie. Die Frage ist, also dieses Phänomen gibt es, das habe ich halt mal nachgelesen mit dem dritten Album, muss sitzen. Ich glaube, das ist halt heute einfach ein Album kürzer. Es wird weniger verziehen und kann man jetzt auch gerne als Guideline sehen, wenn man vorhat, ein Album zu schreiben. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist, glaube ich, tatsächlich heute einfach kürzer gefasst und das erste darf ruhig noch ein bisschen, dem wird mehr verziehen. Ausgenommen, ich bleibe dabei, Black Metal. Ne? Da gibt es natürlich auch super erste Alben und danach wird es schwächer und so. Da gibt es, Formen gibt es alle. Aber es geht um so ein grundlegendes Schema, dass man doch auf sehr viele Bands legen kann. Und ich glaube, dieses Schema gerade in den 70ern und dann auch ein bisschen in den 80ern gab es da schon. Eine Band, die man aus allem rausnehmen muss, ist natürlich Guns N' Roses, weil die haben ein gutes Album gemacht, die haben die beiden Use Your Illusions natürlich danach gemacht, aber es ist halt quasi wie ein Werk zu schaffen und das war's in deren Karriere eigentlich. Deswegen kann man Guns N' Roses eh überall rausnehmen, die haben auch ihren eigenen sehr großen Erfolg gehabt. So, aber jetzt die Frage an euch, wie seht ihr dieses Phänomen mit Blick auf 70er, vielleicht auch mit Blick auf heute? Wie glaubt ihr, dass es das noch gibt oder ob das halt auch, wie ich sagte, vielleicht eher sich auf zwei reduziert hat und das erste einfach dem ersten mehr verziehen wird und dass es nicht mehr so oberkrass genial sein muss, wie ein Appetite for Destruction Guns N' Roses oder so. Oder es ist totaler Brimborium und Hauptsache die Musik muss rocken, kann auch ein Schema sein. Ich glaube, ein historisches Phänomen ist es allemal. Kiss ist da ein Beispiel. Ich glaube, da können wir dann diverse, gerade 70s Hard Rock Bands durchgehen. Sei es jetzt Deep Purple, sei es jetzt dies, sei es jetzt das. Ich glaube, da gibt es tatsächlich einige Alben, auf die das Schema dann doch irgendwie auch ja, passen könnte, zumindest. So viel von mir zu dieser Diskussion zum dritten Album. Lasst mal eure Meinung da, auch Bands, wo es vielleicht passt oder wo es überhaupt nicht passt, obwohl 70s Rock ist. Vielleicht habt ihr ja Beispiele parat. Ansonsten lasst eure Meinung da, wie ihr das ganze Phänomen seht oder wie man es vielleicht auch heute analysieren oder auf heute münzen kann, auf die schnelllebige Zeit von 2024. Ich bin gespannt, was da kommt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.